Hallo und herzlich willkommen bei Shimons Welt. Jetzt ist einige Zeit vergangen nach diesem Messerangriff in Solingen. Es wurden viele Statements gegeben. Viele Politiker haben was dazu gesagt. Terrorexperten haben ihre Meinung gesagt und ja, die Trauer ist groß und auch mich bewegt dieses Thema extrem, weil mir so richtig bewusst wurde, dass der Terror jetzt mittlerweile vor unserer Haustüre angekommen ist. Und das macht nicht nur traurig, sondern das macht mich auch ärgerlich, bestürzt. Ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, wie ich empfinde. In Israel hat man schon Jahre diese Art Terror erlebt und man hat förmlich mit dem Terror gelebt. Ob es so Attentate waren, dass irgendeiner der Terroristen in so eine Bushaltestelle reinfährt und die Leute, die dort warten, einfach über den Haufen fährt. Oder man läuft durch die Altstadt in Jerusalem und irgendeiner kommt und schießt wahllos. Oder auch solche Messerattacken. Man kann sich nicht an Terror gewöhnen. Das wäre ja schlimm, wenn man sich daran gewöhnen würde. Aber heute wurde mir so deutlich, ja, bei uns geht es jetzt durch die Presse, dieses Attentat in Solingen, und man beginnt darüber nachzudenken, was könnte man dagegen tun? Und Israel kämpft gegen diesen Terror schon seit vielen, vielen Jahren. Aber bei uns ging das nicht groß durch die Presse, obwohl wir ja von dieser Staatsräson in Bezug auf Israel sprechen und eigentlich an der Seite von Israel stehen sollten. Und zum Teil stehen wir auch an der Seite Israels. Ich will das nicht ganz kleinreden. Aber jetzt haben wir was gemeinsam. Wenn man draußen auf dem Fest ist irgendwo, da schwebt dann immer der Gedanke mit, könnte es sein, dass hier so ein Terrorist ist, der auf einmal ein Messer zieht und die Kehle durchschneidet? Und das ist schlimm, mit so einem Gedanken leben zu müssen. Heute Morgen habe ich den Newsletter von Friedrich Merz gelesen. Den kriegt man ja wöchentlich, da kann man sich anmelden, dann bekommt man den. Und er hat es aus meiner Sicht auf den Punkt gebracht. Und ich habe dann einen Blogartikel geschrieben, weil ich bin derselben Meinung wie er. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln und die Regierung muss Maßnahmen einleiten und dieser Terror in Deutschland, der muss schon jetzt an der Wurzel bekämpft werden. Vielleicht sagt der eine oder andere, naja, es ist irgendwie schon zu spät. Nein, es ist nie zu spät, hier Maßnahmen einzuleiten. Und das muss jetzt geschehen. Wenn euch das interessiert, dann lest diesen Artikel auf Shimons Welt. Ich werde ihn unten verlinken. Aber was mich viel mehr interessiert, ist eure Meinung dazu. Wie steht ihr dazu, auch gerade zu diesen Thesen, die Friedrich Merz in seinem Newsletter aufgestellt hat, und in meinem Blogartikel greife ich diese Thesen auf. Ich bin der Meinung, dass das genau der richtige Ansatz ist. Und vielleicht habt ihr noch andere Vorschläge oder ja, ihr findet manchen Punkt, den sollte man anders angehen. Dann schreibt es in den Kommentaren. Ich fände es toll, wir kämen hier in einen Austausch. So, das war mein kleiner Statement zu diesem Messerangriff in Solingen. Und
Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss.